Thomas Gottschalk, Babyfreude mit 74, es ist ein Mädchen. Für Thomas Gottschalk und seine Familie gibt es ein ganz besonderes Geschenk, sein Sohn Tristan ist stolzer Vater einer kleinen Tochter. Was sagt der frisch gebackene Opa dazu? Nicht mehr zwei, sondern jetzt drei Enkelkinder. TV-Urgestein Thomas Gottschalk, 74, soll wieder Opa geworden sein, wie Bild in Erfahrung gebracht hat. Und bei diesem Baby gibt es eine Besonderheit, nach zwei Jungs sei jetzt auch mal ein Mädchen gefolgt. Thomas Gottschalk, so alt ist seine kleine Enkelin. Wie die Enkelin von Gottschalk heißt, sei derzeit nicht bekannt. Jedoch soll laut Informationen der Bild-Zeitung das kleine Mädchen vor zwei Wochen in den USA das Licht der Welt erblickt haben. Doch wer sind die stolzen Eltern? Bei diesen handelt es sich um Gottschalks jüngsten Sohn Tristan, 35, und seiner Partnerin Alexa, 34, die er letztes Jahr in New York geheiratet hat, wo das glückliche Ehepaar derzeit auch zusammenlebt. Es ist das erste Kind, das aus deren Ehe hervorgeht. Tristan hat aber bereits aus einer früheren Beziehung ein Kind, das sogar schon im Teenageralter ist. Mit der kleinen Tochter sind die Gottschalks wieder gewachsen. Bislang schweigt die ganze Familie jedoch zu dem Nachwuchs. Selbst der ehemalige Wetten, das? Moderator will sich dazu bislang nicht großartig äußern. Dennoch dürfte es sicherlich für alle aus den engeren Kreisen große Freude bereitet haben. Unter anderem auch für Oma Thea, die inzwischen mit Thomas Gottschalk geschieden ist. Sie war damals mit ihrem Ex auf der Hochzeit von Sohnemann Tristan. Dass ihr Sohn die wahre Liebe gefunden, hat ihr sichtlich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, und das dürfte sicherlich auch die kleine Enkelin geschafft haben. Freut sich auch die neue Frau von Thomas? Thomas' neue Ehefrau Karina Mross, 62, dürfte sich ebenfalls freuen. Sie pflegt ein gutes Verhältnis zu der Familie ihres Mannes, den sie erst im vergangenen August auf Ibiza geheiratet hat. Besonders ihre Beziehung zu Thomas' zweitem Sohn, Roman Gottschalk, 42, soll sehr herzlich sein, wie Bunte berichtet. Laut Karina sei es ihr größtes Geschenk, wie Roman und seine Ehefrau Melissa sie in die Familie aufgenommen haben.